Das, was du hier siehst, ist schon der zweite Teil. Den ersten Teil findest du auf meinem Kanal. Ich restauriere in diesem Video hier die Abrichthobelmaschine fertig und werde sie auch am Schluss ausprobieren, also bleib gerne dabei. Da ist ein ganz großes Problem. Hier sollte halt eigentlich kein Staub drin sein. Es ist normal, dass da bei ein paar Jahrzehnten sich ein bisschen was ansammelt, aber das Ding hier ist halt wirklich komplett voll. Und das ist, ja, nicht so ideal. Ich freue mich bei den alten Dinger da immer, wie die das drin bekommen haben. Ach, das ist Blech. Mit welcher Liebe die das damals mit Blech zusammengedrückt haben. Sagenhaft. Ey, da ist... Oh, leck mich am Arsch. Wie kann da so viel Zeug drin sein? Wie geht denn das? Am Anfang vom Video schon mal angesprochen, und zwar, dass hier kein Fett mehr drin ist. Deswegen werden wir da jetzt ein bisschen Fett reinpacken. Ich werde hier bewusst das Fett von oben reingeben und dann die Stöße zählen, die es braucht, dass das Ganze einigermaßen gut gefüllt ist. Das mache ich aus dem Grund, weil ich auf der anderen Seite das auch machen will. Und ich kann mir vorstellen, dass da halt eben auch kein Fett mehr drin ist. Bei mir fällt gerade was auf. Und zwar sehe ich hier diese Einkerbung und hier ist die Schraube. Das lässt darauf deuten, dass das ein Öl-Fett-Gemisch ist, damit es halt auch eben rauslaufen kann. Ich weiß nicht genau, wie das Fett in den 60er, 50er Jahren von der Qualität her war. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall mal einiges an Fett reinmachen, weil Fett wird hier nicht schaden. Und dazu werde ich sehr wahrscheinlich noch ein bisschen Öl machen, dass es ein bisschen flüssiger ist, dass es hier unten regelrecht schwimmen kann und auch immer wieder von den Lagern aufgenommen wird. Das ist so der Plan. Die Fettpresse hier habe ich mal auf meinem Werkzeugkanal vorgestellt. Also wenn ihr noch eine braucht, solltet ihr euch das unbedingt anschauen. Ich werde euch mal die Links zu dem Teil unten drunter verlinken. Aber der wichtigste Link auf jeden Fall ist hier dieses Kupplungsstück. Da rastet ihr richtig mechanisch an eurem Schmierhüppel ein, wenn ihr halt eben an eurer Maschine einen habt. Und ihr müsst das nicht mit einer Hand draufhalten. Denn gerade als ich die dicken Hobelmaschine damals fertig gemacht habe, hat mich das so tierisch gestört. So. Müssen wir ja nicht verschwenden. So, und jetzt aufgepasst. So, da ist das Fett drin. Der ist schön. Ich habe die Welle jetzt einmal kurz gedreht mit dem Fett in dem Deckel drin. Jetzt sieht man auch ganz gut, wie sich das Fett so im Lager halt eben verteilt. Und das hat auf jeden Fall schon lange, lange gefehlt, dass hier ein bisschen Schmierzeug drin ist. Ich glaube, Öl wäre mal doch ganz mehr drin mache. Wenn wir uns jetzt schon gerade um das Fett kümmern, dann schauen wir auch mal hier an dem Motor nach. Da gibt es aber eine Besonderheit und da will ich direkt auf zwei Besonderheiten eingehen. Und zunächst ist das mal so eine Sache mit dem Staub. Ich habe damals den Motor von meiner Drechselbank, also ich habe den mit meinem Vater damals ausgeblasen. Ich war echt erstaunt, wie viel Dreck da rauskommt. Ich habe den eben schon so ein bisschen ausgeblasen. Schon mit Moradeschutz. Aber das ist sagenhaft, wie viel Zeug da drin ist. Ich werde den dann auch nochmal ausblasen, wenn der mal wieder läuft. Aber das machen wir jetzt mal als erstes. Wenn ihr so einen Motor öfft, dann kann es passieren, dass ihr diese Schrauben hier ohne weiteres nicht mehr reinbekommt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen oder da müsst ihr vorher dran denken. Hinten dran sind manchmal einfach Muttern. In dem Fall sind hinten feste Gewinde, also irgendwo, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht genau, wie die Schrauben hinten gehalten werden, aber ihr wisst es jetzt. Es kann passieren, dass wenn ihr hier so eine Klappe öffnet, dass innen drin die Mutter runterfällt und ihr diese Klappe nicht mehr festbauen könnt, ohne den kompletten Motor zu zerlegen. Hier seht ihr auch jetzt nochmal ganz gut, da ist zwar Fett drin, aber ja, das ist auch
wieder sehr, 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 sehr alt. Ich hatte schon Motoren, wo das hier schon viel schlimmer war. Da war nämlich gar kein Fett mehr drin. Deswegen werde ich das jetzt nur hier hinten erneuern, das Fett, weil vorne fehlt mir der nötige Abzieher, dass ich das ohne weiteres abziehen kann. Und dafür hat der Motor schon keine schlechten Geräusche gemacht. Das reicht mir in dem Fall also. Auch hier halte ich den Deckel wieder kurz drauf, um zu schauen, ob das viel zu wenig oder viel zu viel Fett war. Ich lasse den Motor einmal kurz drehen. Weil es bringt ja nichts, wenn man da zum Beispiel Fett reinmacht und wie jetzt in dem Fall, das einfach nur auf die Welle gedrückt wird. Die Hobelmaschine steht jetzt schon mal da, wo sie ungefähr auch später stehen wird. Aber was ganz, ganz wichtig ist, damit sie auch in Zukunft nicht so schnell wieder unordentlich wird und vor allen Dingen dreckig, ist natürlich die entsprechende Absaugung. Und die Maschine hier hat davon noch gar nichts. Hier seht ihr die Messerwelle und da sieht man unten drunter einen großen Freiraum. Ich kann mir vorstellen, dass die früher einfach so viel gehobelt haben, bis sich das bis hier oben hin angesammelt hat. Und dann haben sie es von unten her rausgekehrt. Das ist aber ein bisschen umständlich und das will ich vermeiden. Deswegen gehen wir in die Metallwerkstatt und da werden wir den Absaugschuh, der hier unten drunter kommt, fertig schweißen. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich muss das Ganze jetzt hier an der Seite noch verschließen. Das werden wir jetzt noch zusammen tun und dann werden wir alles durchschweißen, damit es möglichst dicht ist. Wobei es hier nicht so entscheidend ist, denn die meisten Späne werden sowieso direkt unten in den Trichter reinfliegen. Jetzt bauen wir mal das Ding da rein und schauen, ob das so funktioniert. So Leute, einen klitzekleinen Sprung gibt es jetzt doch in diesem Video. Ich habe nämlich hinter der Kamera ein bisschen mehr gemacht, werde euch jetzt aber alles zeigen, was ich da halt eben gemacht habe. Denn da steht jetzt die Hobelmaschine. Läuft wunderbar. Der Motor hat neue Kabel bekommen, damit halt eben da alles mal wieder neu ist, denn das ist ja auch alles bestimmt schon 50 Jahre alt. Des Weiteren ist hier eine neue Brücke dran gekommen, die habe ich gebaut. Die werde ich euch jetzt ein bisschen noch im Detail zeigen, denn die ist eigentlich ziemlich clever, wie ich finde. Darüber hinaus habe ich dann noch den Tisch wieder ausgerichtet. Tatsächlich war das schon alles ziemlich okay, nur hier diesen Tisch musste ich ein bisschen unterbauen, damit halt eben alles gut fluchtet. Hier seht ihr jetzt die Brücke. Ich habe mich bewusst für so eine Variante entschieden, weil ich sowas Ähnliches bei der alten Hobelmaschine natürlich auch hatte. Man kann das Ganze in der Breite verstellen und was halt eben cool ist, ist, dass das Ganze hier mit den Gummis automatisch immer nach oben fährt. Das bedeutet, man kann das mit einer Hand, wenn sie jetzt hier unten für dünne Bretter eingestellt ist, lösen, kann es ganz einfach nach oben stellen und kann es dann halt eben wieder feststellen. Natürlich haben wir hier oben auch noch eine Brücke, eine Messerabdeckung und das funktioniert tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Man kann jetzt hier wie gewohnt das Ganze einfach in der Höhe einstellen. Das Ganze ist maximiert bis hier oben hin. Wenn man höhere Stücke hat, werde ich sowieso die Brücke einfach nach links bewegen. Denn da hat man dann noch genug Abstand mit den Fingern zu den Messern. Aber bei solchen Schmalstücken kann ich das jetzt einfach in der Höhe so einstellen. Und das ist wirklich, wirklich stabil. Es ist viel stabiler sogar als die Variante vorher bei der alten Hobelmaschine. Jetzt kann ich das Ganze wie gewohnt abrichten, kann das Ganze weiter nach unten bringen, kann den Abstand einstellen und kann das Ganze fügen. Und das werden wir jetzt auch einmal zusammen machen. Hier sieht man auch übrigens einmal die Unterlagen, die ich reingelegt habe. Die werde ich sehr wahrscheinlich noch ein bisschen rumdengeln, damit ich hier mit dem Bein nicht drin hängen bleibe. Die Zustellung macht man mit hier diesem Rad. Damit kann man den kompletten Tisch einfach nach oben fahren, quasi als Parallelogramm. Das kann man auch übrigens bei dem hinteren Tisch machen. Das bedeutet, wenn die Messer mal ein Stück zu weit draußen stehen sollten oder zu weit drin sind, dann kann man den auch entsprechend nach unten anpassen und muss die Messer nicht anpassen. Das ist eine richtig feine Sache. Riemenabdeckung haben wir natürlich dran, ganz, ganz wichtig. Das ist ein 2,2 kW Motor. Und was auch richtig toll an der Maschine ist, ist hier der Anschlag. Der ist bombenfest. Den werde ich auch immer auf 90 Grad eingestellt lassen, weil hier mit diesem Einsteller, das funktioniert nicht so flüssig. Es funktioniert zwar, aber wenn man es auf 90 Grad stellt, dauert das dann halt eben zu lang. Hier hinten habe ich das Original wieder rangepackt. Normalerweise wird der Anschlag immer so in der Stellung hier halt eben sein. So habe ich in etwa 30 cm Hobelbreite. Wenn ich breiter hobeln muss, muss ich einfach hier diese Schrauben öffnen, kann das Ganze nach hinten bewegen und dann ist das eine richtig feine Sache. Normalerweise hobel ich nicht breiter als 30 cm, aber ich kann es jetzt auf jeden Fall. Die Tische sind richtig gut geworden.
Das rutscht alles jetzt schon ziemlich gut. Ich werde nochmal, wenn das Silbergleit, was jetzt von vor 2 Tagen drauf ist, wenn das nicht mehr viel ist, dann werde ich da natürlich einfach nochmal Neues draufpacken. Die Absaugung läuft jetzt auch soweit. Das funktioniert tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Ich musste ein bisschen das Gehäuse nach rüber biegen, damit das Ganze gegen den Tisch drückt. Aber die Absauganlage funktioniert in dieser Kombination tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Ich habe mir gerade geil massiver Splitter in den Finger geknallt, weil ich so ein Stück Eicheholz hier gleich hobeln will. Das ist auch für die Drechselgriffe. Was ich euch echt empfehlen kann, kauft euch Pinzetten für die Werkstatt. Die sind so wichtig. Mann, ey, Manometer, wie dumm muss man dann sind, ey. If I lie here. So, Splitter ist draußen. Der war ganz schön tief drin. Jetzt können wir genau das Stück Holz, wo ich mal den Splitter reingehaut habe, hobeln. Und wer hätte es gedacht, die hobelt richtig gut. Also es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und was hier richtig toll ist, der rechte Winkel ist einfach perfekt, weil der Anschlag so massiv ist, dass er sich halt einfach nicht bewegt. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Also das hier ist schon ziemlich gut. Am Anfang vom Video habe ich es angesprochen. Es gibt noch was Schlimmeres als Klappenmesserwellen. Die werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar sind das Vierkantfräser, beziehungsweise Vierkantwellen. Unter dem Namen kenne ich sie und die waren noch vor den Klappenmesserwellen. Wir schauen uns das hier einmal genauer an. Das hier sind jetzt Fräser, das gibt es aber auch als Hobelwelle. Das hier sind die schönen Teile. Ziemlich alt sind sie. Ich schätze mal, dass die von 1940 ungefähr so in dem Dreh sind. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier einen Fräser, der augenscheinlich ja, ziemlich brachial ist. Aber das ist gar nicht mal das Problem. Das ganz große Problem sind generell die Schneiden. Denn wir sehen bei beiden Fräsern, dass die hier ziemlich weit rausstehen. Man könnte jetzt vielleicht denken, okay, die könnten hier abbrechen, weil die halt so weit rausstehen, wenn man zu viel fräst. Aber der riesige, riesige Nachteil bei denen hier ist halt eben, also es gibt 2 große Nachteile. Und zwar ist das einmal der fehlende Spantiefenbegrenzer. Neuere Maschinen haben, ich glaube, maximal 1,1 mm, wo die einen Span abnehmen können. Das bedeutet, wenn man hier mit den Fingern reinkommt, reißt so ein Fräser an der Tischfräse einem wirklich den Finger oder die ganze Hand ab. Bei neueren Fräsen oder bei neuen Fräsern ist das generell so, dass es auch scheiße ist, wenn man da reingreift. Aber wenn man da reingreift, wird man nicht reingezogen. Ein Schreinerkollege hat mir das so erklärt, dass sie das damals in der Ausbildung so gezeigt bekommen haben, dass sie den Rattenschwanz genommen haben, ohne die Ratte, und haben das Ganze mal mit einem Stift oder mit einem Hölzchen an diesen Fräser rangehalten. Und wer hätte gedacht, was passiert? Der Rattenschwanz wird komplett reingezogen und wenn das der Finger wäre, wisst ihr, was da abgeht. Ich habe mir da mal einen Wikipedia-Eintrag angesehen. Ich weiß gar nicht, ob es Wikipedia war. Auf jeden Fall haben die Bilder zu solchen Fräsern, also welche Verletzungen es halt eben da gab, haben die dazu reingepackt. Und da hat man halt echt gesehen, dass zum Beispiel der ganze Finger abgerissen war, Teile von der ganzen Hand abgerissen waren und das war schon ganz schön brutal. Neuere Fräser haben, wie gesagt, diesen Tiefenbegrenzer. Das ist auch ganz, ganz wichtig für euch zu wissen. Das ist bei allen Maschinen so. Tischkreissäge, Hobelmaschine, da sind die Messer, wenn ihr euch es genau anschaut, stehen die nicht mehr als 1,1 mm raus. Deswegen ist das hier tatsächlich noch schlimmer als eine Klappenmesserwelle, denn bei einer Klappenmesserwelle ist es nur gefährlich, wenn da halt eben ein Schaden auftritt oder wenn sie nicht richtig montiert wurde. Das bedeutet, wenn man bei einer Klappenmesserwelle reinkommt, ist das ähnlich, wenn der Spantiefenbegrenzer bzw. die Messer auch nicht zu weit rausstehen, dann ist das ähnlich wie bei den neuen Messern. Gefährlich ist es da nur, dass es hier weil es hier eine mechanische Verbindung ist und diese mechanische Verbindung wegen dieser Schraube, dass die halt eben mal zerbröckeln kann. Das bedeutet, wenn die Schraube 50 Jahre alt ist und über 50 Jahre lang immer wieder das Messer festgezogen wurde, dann kann es auch mal sein, dass so eine Schraube kaputt geht. Deswegen finde ich, dass Klappenmesserwellen, wenn man annimmt, dass sie noch vollkommen okay sind, finde ich sie gar nicht mal so verkehrt, wenn sie richtig montiert wurden. Benutzen persönlich würde ich sie auch nicht gerne.
wird es auch wahrscheinlich nicht, aber behaltet euch das mal im Hinterkopf. Es gibt noch was Schlimmeres als Klappenmesser, und zwar sind das halt eben hier diese Vierkantfräser. Ich habe mir sie damals mal gekauft, weil ich sie mal wirklich selbst ansehen wollte. Und die Teile, wenn man sich vorstellt, das ist schon ganz schön brutal. Wenn man sowas, vielleicht nicht ganz so extrem, sondern lieber sowas, wo nur ein halber Zentimeter das Messer raussteht, wenn man das auf einer Hobelwelle hat, dann ist das schon ganz schön abgefahren. Des Weiteren ist es auch bei solchen Fräsern oder bei solchen Vierkant-Hobelwellen so, dass es einfach mal plötzlich auftreten kann, dass so ein Holz dann gegriffen wird und es einen Kickback gibt. Das bedeutet, wenn man damit etwas fräst, dann wird das wahrscheinlich super gut fräsen. Die Messer sind einigermaßen gut mit hier diesen Schrauben befestigt. Und es kann halt einfach passieren, wenn man einen Ast trifft, dass das Messer zu tief ins Holz reinschlägt und feuert euch halt volle Möhre das Holz nach hinten raus. Deswegen ist das auch ganz abgefahren, wenn man das auf der Abrichte benutzen würde, wenn man da etwas hobelt. Das wird gegriffen, wird nach hinten geschmissen. Früher hatten die nur diese Holzbrücken, wo dann das Messer offen ist. Und das ist halt ganz schön eklig. Also, keine Vierkantmesserwelle. Klappmesserwelle ist sogar besser als Vierkantmesserwelle. Ist zwar auch nicht mehr mittlerweile zeitgemäß, aber das wollte ich nur an dem kurz mal ansprechen, an dem Punkt. Warum können dann bei einer normalen Keilmesserwelle die Messer nicht rausfliegen? Wir schauen es uns kurz an. Also, Keilmesserwelle, warum eigentlich? Das sehen wir hier ganz gut. Ich habe es damals auch nicht richtig verstanden. Ich habe mal in der Schreinerei ein Praktikum gemacht. Da haben die gesagt, ja, hier sind ja Keile drin, deswegen können die nicht rausfliegen. Warum können die nicht rausfliegen? Weil das Messer eingekeilt wird. Das heißt, wenn das Ganze hier normal angezogen ist, dann herrscht hier ja ein Druck. Und wenn das Messer rausrutschen würde, das würde gar nicht gehen. Hier der Keil, der drückt noch schräg von oben dagegen, weil das halt eben angekeilt ist. Deswegen auch Keilmesserwelle. Das ist eine ziemlich feine Sache. Also Leute, ich habe euch meine neue Hobelmaschine gezeigt. Größten Nachteile aus meiner Sicht, also in Anführungszeichen Nachteile. Wir haben eine Hobelmaschine, die sehr lange braucht, um sie zu starten. Relativ gesehen, wir haben eine Hobelmaschine, die relativ lange braucht, um nochmal stehen zu bleiben. Gerade wenn man Videos macht, ist das eigentlich ein bisschen doof. Aber die Vorteile überwiegen halt natürlich. Das ist super massiv gebaut. Die Tische kann man richtig gut einstellen. Ich habe jetzt nicht viel eingestellt, die Hobelergebnisse sind schon richtig gut. Ich kann die Messer richtig oft nachschärfen, weil ich eine Schärfmaschine habe. Und so ist das für mich einfach eine Maschine, die ist solide, die ist treu. Wenn der Motor kaputt geht, kann man zur Not noch einen neuen einfach dran schrauben. Das ist eine richtig feine Sache. Muss nicht jedem gefallen. Viele Leute finden solche alten Hobelmaschinen nicht mehr so cool oder nicht mehr so gut. Ich finde sie richtig, richtig gut, weil ich halt eben weiß, dass da nicht so viel dran sein wird, was halt eben irgendwie scheitern können oder kaputt gehen könnten, sagen wir es mal eher so. Des Weiteren habe ich euch jetzt mal noch hier diese Fräser gezeigt. Die sind ganz schön eklig. Und an der Stelle will ich euch noch sagen, dass das nicht die letzte Maschine ist, die ich frisch machen werde, denn die Tischfräse steht übrigens hinter euch. Das ist meine wunderschöne Stähle Tischfräsmaschine. Der werde ich auch die nächsten Wochen mal an den Kragen gehen und die auch mal wieder frisch machen. Die hat sogar einen noch größeren Motor drin als meine dicken Hobelmaschine. Komm, das zeige ich euch noch, das ist krank. Wir öffnen das mal. Schaut euch das mal an. Das ist brutal, die ist, boah ey, den wäre ich nicht dabei, weil den kriege ich nie mehr dort dran. Richtig coole Maschine, leider ist es nicht vollständig, aber in den vergangenen Monaten, ich habe es ja knapp ein Jahr jetzt schon, habe ich richtig viel Zubehör schon gekauft. Das heißt, ich hatte im Prinzip schon das Zubehörwerkzeug über Wochen und Monate gekauft, bevor ich überhaupt die Tischfräse hier drin stehen gehabt hatte. Was ich damit plane, wofür die tatsächlich ziemlich speziell nur eingesetzt wird, werde ich euch dann irgendwann mal in der Zukunft zeigen. Deswegen abonniere gerne den Kanal. Und tatsächlich habe ich auch bei der Abrichte dieses Mal richtig viel bei Instagram mit den Stories gefilmt. Da habe ich alles gezeigt, was ich gebaut habe, was nicht funktioniert hat, was gut funktioniert hat. Und wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, dann schaut doch gerne dort vorbei. Wie gesagt, da nehme ich euch immer den ganzen Tag so ein bisschen mit. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich bin richtig happy mit meiner neuen Abrichte. Die werde da in den nächsten Projekten auf jeden Fall ein bisschen öfters sehen. Das soll es ja heute gewesen sein. Ganz viel Arbeit für eine wunderschöne Maschine, die jetzt sehr treue Dienste hoffentlich die nächsten Jahrzehnte leisten kann. Oder hoffentlich wird. Also Leute, tschüssi.